Hi, grüßt euch Filmemacher und Filmemacherinnen. In diesem Video sprechen wir über ein Stativ und warum ich denke, dass ein Stativ sehr, sehr wichtig ist und welche Features ein Stativ, denke ich, auch haben soll. Hi, grüß dich, ich bin Paolo. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch um DaVinci Resolve Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und der Specht, der hämmert auf jeden Fall auch heftig, also so könnt ihr auch den Like-Button hier pushen. Genau, in diesem Video geht es ganz allgemein erstmal um Stative, was ich denke, welche Features denn bei einem Stativ wichtig sind. Und glaubt es mir nicht oder glaubt es mir doch, 2015 habe ich noch, bevor ich meine erste DSLR gekauft habe, ein Manfrotto-Stativ gekauft. Das hat mich damals, glaube ich, so 500-600 € gekostet. Und ich nutze dieses Stativ heute noch. Es steht immer noch in meinem Studio und wird fast täglich benutzt. Und meine Kameras habe ich seitdem schon zigmal gewechselt. Also so ein Stativ ist wirklich ein Langzeitinvestment und da lohnt es sich wirklich nicht, ein billiges Stativ zu kaufen. Hatte ich auch schon mal gemacht und da sind dann irgendwie die Verschlüsse gebrochen und sonst was irgendwie. Und ja, was natürlich zum einen wichtig ist, ist der Head, also der Kopf, dass der natürlich schön flüssig ist, dass wir da smooth Bewegungen machen können, rauf, runter, seitlich und so weiter und so fort. Ne, aber auch das Payload, also wie viel Gewichtskapazität der halten kann, ist natürlich auch sehr wichtig. Ein Feature, das ich auch extrem wichtig finde, was ich bei meinem ersten Stativ nicht hatte oder habe, ist, dass ich hier den ganz einfach ins Wasser bringen kann. Ne? Ich kann die Beine jetzt einfach hochstellen und dann kann ich hier schauen, okay, ja, ich bin komplett im Wasser und kann es feststellen. Bei meinem Fotostativ ist das wirklich ein richtiger Pain, weil ich muss dann jedes Mal die Beine entsprechend justieren, bis er dann im Wasser ist. Und das dauert halt einfach immer ewig. Also insofern ist das schon gut. Und der Schnellmechanismus, der ist natürlich auch wichtig. Hier bei diesem Stativ von SCG können wir die sogar seitwärts reinmachen, was ich ziemlich cool finde. Das ist besser, als das von hinten reinzusliden. Geht wirklich super schnell. Ähnlich ist es bei Ari auch. Und ja, das Ding hier kann so hoch gehen wie ich, was von der Höhe her ausreichend ist. Traglast, glaube ich, 8 Kilo. Wir haben hier so eine Spinne, damit wir die Beine noch breiter stellen können. Wir können nicht komplett flach auf den Boden gehen, aber ich denke, für die meisten Zwecke reicht das schon aus. Wir haben hier eine Standard-Manfrotto-Aufnahme. Und dieses Ding ist wirklich echt richtig heavy-duty verarbeitet. Also es ist komplett aus Aluminium. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch hier so kleine Gewinde, 1/4 Zoll und 3/8 Zoll, dass man da auch mal einen Magic Arm oder sowas ranmachen kann. Mache ich zum Beispiel oft, wenn ich dann mit der Pocket drehe, so lange Aufnahmen, mache ich mir da einen V-Mount dran und speise den dann in die Kamera ein. Das mag ich eigentlich sehr, wenn man das hat. Das hat der Sachtler, den ich habe, auch nicht. Und auch in dem Vergleich zu dem Sachtler, der sehr vergleichbar ist zu dem Modell hier, kostet der die Hälfte, ist deutlich besser verarbeitet. Das Einzige, was schlechter ist, ist die Tragetasche. Aber ansonsten von der Verarbeitungsqualität ist der natürlich besser. Und ihr wollt natürlich auch ein gutes Gefühl haben, wenn ihr so ein Ding auf ein Stativ stellt. Ne? Also eure Kamera, die Geld kostet, die soll da drauf sicher stehen. Und ich muss sagen, das habe ich hier und ich finde es auch cool, wenn man jetzt hier... Genau, einmal komplett lose stellt, wie schön leicht man das Ding dann drehen kann, bis hin zu, wenn ich den Widerstand einfach erhöhe, ne, kann ich hier sehr weiche Kamerafahrten machen. Und ist schon cool und sowas ist wichtig, gerade für Produktaufnahmen oder sonst irgendwie was. Man hat eine Kamera einfach immer irgendwie auf dem Stativ stehen, gerade für sowas jetzt. Und ja, ich hoffe, euch hat das ganze Thema gefallen. Es ist ein sehr basic Thema, aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, worüber wenig gesprochen wird. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, ihr kennt das ganze Thema, ab damit in die Kommentare. Und wenn du dich mehr für das ganze Thema Filmemachen interessierst, dann schau dir doch mal gerne meinen eigenen Online-Kurs Filmemacher Pro an. Da gibt es ein kostenloses, einstündiges Webinar, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Filme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. Ist komplett kostenlos, dann kannst du es gerne mal anschauen und ich freue mich dort auf dich. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.